Hallo, schön, dass ihr da seid. Ihr hattet einen Wunsch. Am Freitag, den 19. November, kommt bei uns bei Create a Smile ein neues Release in den Shop. Das heißt, neue Stempel, neue Stanzen, neue Schablonen. Und ihr habt euch gewünscht, dass ich, so wie auch in den letzten Monaten, ein Video darüber mache und euch einmal alle Produkte zeige, die es in diesem Monat geben wird. Natürlich möchte ich eurem Wunsch da nachkommen. Deshalb würde ich sagen, wir starten jetzt mal los und ich zeige euch einmal alles, was in diesem Monat auf euch wartet. So, ich fange mal an mit den Sachen, die letztes Jahr schon im Adventskalender waren. Da waren ja vor allen Dingen A8er drin, unter anderem dieses hier, das heißt läuft. Und da kann man die Texte bilden, wenn es mal wieder blöd läuft oder was läuft. Und wenn man dann so zum Beispiel ein Monster dazu packt, das nicht ganz zufrieden guckt, passt das ganz wunderbar für Leute zum Trost. Was natürlich gerade in der dunklen Jahreszeit auch häufiger mal ganz gut passt. Dann war letztes Jahr im Adventskalender der Sweater. An den erinnert ihr euch bestimmt. Das ist ein kleiner Pulli und dann gibt es drei Motive, die man hier drauf machen kann. Aber theoretisch kann man natürlich auch selber was malen oder was anderes Kleines da drauf stempeln. Den könnt ihr so gestalten, wie ihr den gerne hättet. Ich habe da mal ein Beispiel für euch. Ich habe da Sterne drauf geklebt. Die Sterne und der Text sind übrigens, da kommen wir gleich noch zu, auch Teil des Releases. Also es gibt Sternenstanzen und es gibt, guck mal, was da schön glitzert. Es gibt auch Ruhrpott-Weihnachtssprüche. Dazu später mehr. Dann der Kardinal. Das ist ja so ein klassischer Wintervogel, vor allen Dingen in den USA. Aber ich mag ihn auch total gerne, weil man ihn so schön kräftig kolorieren kann. Ich habe immer ein Beispiel gemacht. Den finde ich wirklich ganz cool, wenn man dem eben auch so einen einfachen Text geben kann. Und dann ist die Weihnachtskarte schon fertig. So, und auch aus dem Adventskalender letztes Jahr war, dazu habe ich aber kein Beispiel, alt. Glückwunsch, du bist nun offiziell alt. Alt ist, was du draus machst und alt werden gilt nicht. Dazu habe ich auch zwar meine Karte gemacht, allerdings habe ich die mittlerweile verschickt. Deshalb kann ich euch die gerade nicht zeigen. Ich bin nicht dazu gekommen, noch eine zu machen, weil ich so im Weihnachtskartenmodus bin. So, das Haus habt ihr schon im Video vom Sonntag gesehen vielleicht. Da habe ich das benutzt. Home Sweet Home. Home Sweet Home wird jetzt endlich in den Shop kommen. Und dann könnt ihr euer Haus dekorieren. Und zwar könnt ihr das weihnachtlich dekorieren mit einem Kranz, Eiszapfen und Bäumchen. Ihr könnt aber auch eine Girlande, die passt zum Beispiel hier genau dreimal hin. Oder auch ins Fenster kann man die stempeln. Ihr könnt also das Haus gut mit der Girlande dekorieren und noch ein paar Blümchen dazu machen. Dann kann das auch eine Frühlings- oder Sommerkarte sein. Mir war wichtig, dass man das eben auch für andere Anlässe benutzen kann als für Weihnachten. Und das war die Karte, die ich am Sonntag gemacht habe. Das Haus seht ihr aber später auch nochmal. So, dann kommen wir zu den anderen A8ern, die es dieses Jahr geben wird. It's the most wonderful time of the year. Übrigens eins meiner Lieblingsweihnachtslieder. Ich möchte jetzt auch eigentlich schon wieder lossingen. Und ich befürchte, dass es wahrscheinlich auch passiert, wenn wir die Bestellung packen, dass ich dann hier die ganze Zeit lossinge, wann immer das in irgendeine Bestellung gehört. Nun ja, das war jetzt nur eine Randnote. It's the most wonderful time of the year ist ein Text, den ich selber zum Teil gelettert habe, zum Teil in Druckschrift dabei ist. Und da kommt später noch eine Beispielkarte dazu. Ein weiteres A8-Set, auch winterlich, ist kuschelige Feiertage oder die englische Version Cozy Christmas. Ist ein kleiner Pinguin mit einem Pulli und einer Mütze an. Hat einen kleinen Text dazu. Ist also auch ein kleines Set. Wir haben dieses Mal ziemlich viele kleine Sets. Ich weiß, ihr mögt die ganz gerne, weil man die auch so mal eben noch so mitbestellen kann, ohne zu überlegen, ob man alle Motive im Set mag. Hier habe ich den mal koloriert. So kann das also aussehen. Ich finde den total drollig. Merkt euch doch bitte schon mal den Hintergrund, weil da kommen wir später noch zu. So, das war also der kleine kuschelige Feiertage-Pinguin. Jetzt muss ich hier einmal kurz langgreifen. Als nächstes haben wir das Geburtstagskind. Geburtstagskind ist ein kleines Stinktier. Das hat auch zwei verschiedene Stinkwolken mit dabei, die man benutzen kann. Ich habe das auf einer Karte ja benutzt, zusammen mit, das sieht man hier, das kann ich euch ja zeigen, zusammen mit der Windstanze aus dem Weather Set. Und ich finde es urkomisch. Aber das ist natürlich nicht jedermanns Humor. Aber vielleicht mögt ihr das Stinktier. Das Stinktier gibt es auch auf Englisch, heißt dann Farty. Let's have a Farty. Ich finde es ganz lustig tatsächlich, damit Wortspielen zu jonglieren. Ich mag das Stinktier sehr gerne. Es trifft meinen etwas platten Humor. Vielleicht geht euch das ja auch so. So, dann gehen wir mal zu den großen Stempeln. Ihr seht, ich habe mich ziemlich breit gemacht hier auf dem Tisch. Ich muss ziemlich weit greifen. Ihr liebt ja die Minis, die wir mit in die Bestellung legen. Wenn ihr bei uns schon mal bestellt habt, wisst ihr vielleicht, dass wir immer ein kleines Dankeschön dazulegen. Und das sind seit
anderthalb Jahren jetzt sind das Mini-Stempel und viele von euch haben gefragt, können wir die kaufen? Nein, unsere Mini-Stempel-Kollektion ist wirklich nur als Geschenke gedacht, die kann man nicht kaufen. Aber wir hören natürlich trotzdem auf eure Wünsche und haben deshalb eine Mini-Kollektion von Winter- und Weihnachtsstempeln. Und das sind die Winter-Minis und die machen riesig Freude, weil die nicht nur klein und niedlich sind. Man kann die zum Beispiel auch gut auseinanderschneiden und als kleine Geschenke, als kleine Goodies für andere Stempler benutzen. Aber die machen auch wirklich Bock beim Basteln. Ich habe da schon mal ein bisschen rumprobiert. Und eine Sache, die ich per Zufall rausgefunden habe, also ich kann euch erstmal die Karten zeigen, die ich gemacht habe. Dann kommen wir später zum Zufall. Hier habe ich zum Beispiel ein paar davon benutzt. Auch hier wieder ein Ruhrpott-Set, Ruhrpott-Text dabei. Hier habe ich ein paar von den Weihnachtsmännern genommen und auf einen Hintergrund. Auch hier, der Hintergrund wird später noch kommen, genau wie der Text. Also die kann man wirklich auch toll, obwohl die so klein sind, toll auf Karten benutzen. Braucht natürlich dann ein bisschen anderes Layout als bei größeren Motiven. Also das ist schon eine andere Hausnummer als der Kardinal. Aber ich glaube, dass wir da viele eurer Lieblingsmotive mit aufgegriffen haben. Und jetzt komme ich zu dem Zufall, den ich eigentlich lieber als Absicht abtun würde, aber es wäre gelogen. Wir nehmen jetzt nochmal das Haus. Und dann sehen wir, dass von der Größe her die Minis super cool dazu passen. Also die haben jetzt einen weißen Rand, das müsst ihr erstmal ignorieren. Aber der Weihnachtsmann passt genau auf dieses Haus, der da im Chimney, das deutsche Wort, im Schornstein steckt. Manchmal fehlen mir die Worte. Oder hier der kleine Hund, der super zu der Tür passt. Aber man kann statt des Hundes zum Beispiel auch einen Wichtel benutzen, der da vor der Tür steht. Und das ist von der Größe her so perfekt, dass ich mir ein Loch in den Bauch freue. Also das ist wirklich die Kombination aus Home Sweet Home und den Winter Minis, finde ich genial. Und da kann man natürlich dann auch wahnsinnig viel draus machen. Also, das sind die, die ich für das Produktfoto koloriert hatte. Aber da gibt es natürlich auch noch viele mehr. Wie gesagt, das sind insgesamt 25 Stück. Und da hat man echt eine große Auswahl von Motiven, die natürlich auch super fürs Journaling sind, die super für Planer sind. Die sind schön, um auch auf die auf Briefumschläge zu stempeln, weil die eben so klein sind oder nicht die ganze Adresse verdecken. Wirklich, ich glaube, dass die eine gute Sache sind. Und tatsächlich habe ich erst durch euch die Mini-Stempel so lieben gelernt, muss ich gestehen. So, und jetzt kommen wir zu den Textsets. Da haben wir einmal das aus dem Pott. Wir sind ja hier in Duisburg und deshalb war für mich ganz klar, es muss ein Pott-Set her. Ich lese euch das einmal gerade vor. So, Baum ist fertig. Sag mal, hast du noch alle Nadeln an der Tanne? Guck mal, was das schön glitzert. Da bist du vorne Socken, das ist für dich. Ey, Weihnachtsmann, wo bleibst du? Von wegen, Wichtel, das habe ich selbst verpackt. Ich krieg die Pimponellen, das Fest kam jetzt aber auch flott. Weihnachten mit der ganzen Bagage. Kannst du jetzt auspacken. Lecco mio, alle picobello geschmückt. Warte mal, ist jetzt schon soweit? Hier, hast du ein bisschen Kohle. Von der ganzen Bagage. Wünscht dich wart und nee, was ist das schön. Natürlich kann man viele von denen einfach für Weihnachten benutzen, wie zum Beispiel Weihnachten mit der ganzen Bagage. Aber zum Beispiel hier hast du ein bisschen Kohle oder wünscht dich wart oder nee, was ist das schön. Das kann man natürlich auch zu anderen Anlässen benutzen. Auch Lecco mio, alle picobello geschmückt, passt auch, wenn man zum Beispiel ein Geschenk schön schmückt und das dann da drauf macht. Oder da bist du vorne Socken, das ist für dich. Das passt natürlich auch zum Geburtstag. Ist also eigentlich ein Weihnachtsset. Heißt, Baum ist fertig, passt aber auch für andere Anlässe. Und etwas Ähnliches haben wir dann eben auch noch so ein bisschen im Berliner Schnack. Das kann ich jetzt, muss ich natürlich kurz umdenken. Ich bin nun mal kein Berliner. Ich gebe mir jetzt aber mal Mühe, das zum Besten zu geben. Ich wünsch dir ein Knorketfest. Hier, hast du, ich hab gebacken. Ich glaub, es schneit. Weihnachtsmann, ne komische Type, die Geschenke bringt. Baum geschmückt, Kekse gebacken, Geschenke gekauft. Kann losgehen. Kann man getrennt stempeln, kann man aber auch zusammen gut benutzen. Weihnachten wird dufte. Her mit dir, Schenke. Warst du auch artig? Brav gewesen? Weihnachten klopft an der Tür. Schnieket fest. Ein herrliches Weihnachtsbrimborium. Weihnachten mit Dianze Klimbim. Et weihnachtet ganz schön dolle. Und bei beiden habe ich dann noch so einen kleinen Stempel mit dazu gemacht. Hier ist das ein kleiner Tannenbaum mit einem Stern drin und hier ist das eine kleine Schneeflocke. So, das war's mit den Stempeln. Dann kommen wir jetzt mal zu den Stanzen. Ich habe ja eben schon gesagt, es wird Sternstanzen geben und zwar sieht das Ganze so aus.
Diese Stanze hier, wenn man, upsala, jetzt bin ich hier an die Kamera gestoßen. Also diese Stanze hier, wenn man sich die mal genau anguckt, dann sieht man, dass die Sterne miteinander verbunden sind. Das heißt, das ist quasi eine Sternengirlande, die man gut als Rand zum Beispiel unter eine Figur stempeln kann oder so weiter und so weiter kleben kann. Und das hier sind dann immer einzelne Stempel, wo man einmal die Outline kriegt und dann eben auch noch einen kleineren Stern dazu. Ich zeige euch nochmal eine Karte, die ich damit gemacht habe. Hier habe ich dann die unterschiedlichen inneren Stempel benutzt. Ich habe aber gleich auch noch was anderes für euch, wo man dann eben auch sieht, wie das aussieht, wenn man die Outlines nimmt. Und da habe ich eben spitze Sterne, die eine ganz normale 0815 Form haben. Dann gibt es hier Sterne mit so einer abgerundeten, mit den abgerundeten Ecken. Und die hier sind so ein bisschen wonky. Also die sind nicht ganz symmetrisch, seht ihr das? Die sind so ein bisschen funky unterwegs. Und die passen dadurch auch cool zu einem Stencil, den wir diesmal dabei haben. Ich habe jetzt mich hier für die klassischen Sterne entschieden. Aber wie gesagt, ihr kriegt da unterschiedliche Formen. Ihr kriegt diese Wonky-Dinger, ihr kriegt die sehr klassischen und ihr kriegt die abgerundeten in einem Set. Und die zweite Stanze, über die freue ich mich besonders, ist entstanden auch wegen des Adventskalenders letzten Jahres. Ihr wart nämlich so begeistert von allen Stempeln, die mit dem Thema Lesen zu tun hatten, dass mir klar wurde, Lesen ist für euch echt ein Riesending, ein Riesenthema. Ihr bastelt gerne zum Thema Lesen. Und deshalb habe ich beschlossen, wir brauchen ein Lesezeichen. So, und das klassische Lesezeichen ist ja ziemlich lang und hat oben dann einen Anhänger, also einen Hänger dran meistens. Ich habe mich für was anderes entschieden und warum erkläre ich euch gleich. Es ist so, dass man das, wenn man das stanzt, also diese Teile hier müsst ihr vorher rausnehmen, ne? Und wenn man das dann stanzt, kann man es in der Mitte klappen und dann entsteht, ich spoiler jetzt mal noch nicht, dann entsteht hier so ein Ding und das ist dann eben, seht ihr, gefaltet. So. Und dadurch kann man das um die Seite legen, zum Beispiel auch gut mit einem Magneten versehen, sodass es wirklich nicht rausfallen kann. Es ist also wirklich nicht nur reingelegt, sondern es ist um die Seite herumgeklappt und ist dafür aber nicht so wahnsinnig lang, weil sonst wäre das eine sehr, sehr lange Stanze geworden. Und da habt ihr dann eben auch noch so kleine Dekoteile, die mit dazukommen, ein Stapel Bücher, wo die Linien zwischen den Büchern so ein bisschen geschnitten werden, aber die werden nicht auseinandergeschnitten und die anderen Sachen werden rein embossed. Dann gibt es hier ein Buch, ein Paket, ein Geschenk. Eine Brille, ein paar Sternchen, die man super irgendwo zu, weil das so einen kleinen Zauber ergibt. Das kann man zum Beispiel super über ein Buch machen, wenn es um Thema Zauberei und magische Welten geht. Dann haben wir hier eine Leselampe, die mag ich persönlich besonders gerne. Ich weiß nicht, ob Pixar mich da ein bisschen geprägt hat, aber die mag ich wirklich gern. Ein kleiner Apfel, falls man mal was für Lehrer machen will. Ein Notizzettel, hier die Linien werden auch rein embossed. Dann gibt es eine Denkblase, wo man super dann irgendwie einen kleinen Traum oder einen kleinen Gedanken rein stempeln oder malen oder auch einen Text setzen kann. Da passen unter anderem auch die Minis zum Teil ganz geil rein. Und dann haben wir eine Lupe. Genau, das sind die Minis, die es dazu gibt. Also relativ viele Stanzen in einem Set. Und warum ich das so kurz gemacht habe, ist nicht nur, weil die Stanze sonst sehr lang geworden wäre, weil man hätte ja auch wirklich was Klassisches machen können. Mir aber war aber wichtig, dass das Ganze nicht nur als Lesezeichen zu nutzen ist, sondern auch als so Header für Geschenkbeutel. Und das zeige ich euch jetzt mal. Hier seht ihr übrigens auch die abgerundeten Sterne. Hier seht ihr nochmal einen Mini, den ich benutzt habe. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es gestanzt ist. Es hat so eine Deko-Linie, so eine Deko-Stitched-Naht. Hat hier dann eben eine Möglichkeit, einen Hänger anzubringen. Wird ganz einfach gefaltet, weil das hier eben perforiert ist quasi. Da gibt es ein Stitching, dadurch kann man das ganz leicht falten. Und so kann man das eben auch, ich habe jetzt hier ein paar Kekse reingepackt, die ich verschenken kann. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wie ihr das machen könnt. Aber mir war wichtig, dass man das sowohl als Lesezeichen als eben auch für solche kleinen Geschenktütchen benutzen kann. Und ich finde, dadurch ist das ganz schön vielseitig. Man kann wahnsinnig viel damit machen und es für viele Anlässe benutzen. Deshalb habe ich eben auch das Geschenk dazu gemacht, weil ich dachte, wenn man was verschenkt, dann passt das doch besser als jetzt ein Buch oder eine Leselampe. Das ist der Gedanke gewesen hinter der Stanze. Ich hoffe, ihr feiert die genauso wie ich. Ich habe mich über die so gefreut und ich glaube, da wird noch viel kommen. So, und dann kommen wir zu den Stencils. Als erstes haben wir die Wonky Stars. Die sind auch, wie vorhin schon bei der Stanze, als Sterne nicht ganz symmetrisch, sondern so ein bisschen schräg gezackt. Dadurch passen die super zu diesen hier. Und ich zeige die euch nochmal. Ich hatte das vorhin schon mal gezeigt, aber ich zeige die euch hier nochmal. Da sieht man auch ganz gut, dass das keine symmetrischen Sterne sind. Dadurch hat das so ein bisschen so einen moderneren und Party-Look. Ist halt nicht ganz klassisch, sondern so ein bisschen fetziger. Ich finde es ganz cool. Mag ich total gerne. Heißt Wonky Stars. Dann als nächstes
haben wir Winter Wonderland. Das sind ganz, ganz viele Tannenbäume und ein bisschen Schnee dazwischen. Das habe ich zum Beispiel hier bei dem Haus im Hintergrund benutzt. Da gibt es also so einen Tannenhintergrund. Der ist hier so ein bisschen subtil, weil ich grün auf grün gemacht habe. Aber wir können natürlich auch ganz anders damit umgehen. Ihr könntet hinterher noch Schnee auf die Kuppen malen, wie ihr möchtet. Dann einer, den ich sehr, sehr liebe, ist der Blizzard. Da habe ich ein paar Schneeflocken gezeichnet, die in unterschiedlichen Größen da drin verteilt. Und habe da auch Schnee, so kleine Schneeflöckchen dazwischen gemacht, so kleine Pünktchen also. Das könnt ihr unter anderem, so jetzt wird es untypisch für mich, es wird glitzerig. Das könnt ihr zum Beispiel hier sehen. Hier habe ich ein Wow-Glitzer-Embossing-Pulver benutzt, weil loser Glitter kommt mir nicht ins Haus. Hier seht ihr auch nochmal die Outlines von den Sternen, von den etwas klassisch geformten Sternen. Und It's the most wonderful time. Hier sind also drei neue Produkte drauf benutzt und ich mag den Blizzard wirklich sehr, sehr gerne. Den hattet ihr ja auch, fällt mir gerade ein, eben schon gesehen hier auf dieser Karte. Hier sieht man es mal weiß auf Craft. Allerdings habe ich nicht ganz gleichmäßig gewischt. Zum Beispiel ist die deutlich schwächer als jetzt diese hier. Also da müsste ich ein bisschen gleichmäßiger wischen oder das Ganze embossen, so wie hier. Dann ist es, glaube ich, ein ziemlich cooler Look. So, und als letztes haben wir was Neues, nämlich ein Set. Ein Zweier-Set Stencils. Jetzt muss ich die mal gerade auf die gleiche Höhe kriegen hier drin. Das gelingt mir gerade nicht. Einen Moment. So, hier sind so Markierungen an den Ecken, damit man ungefähr weiß, wie die Ausrichtung ist. Und jetzt seht ihr es, glaube ich. Das sind zwei Stencils. Einer hat diese Beeren und einer hat diese Mistelzweige. Und so kann man dann die Mistelzweige mit den Beeren kombinieren. Ich würde euch einen Tipp geben, trotz der Markierung. Wir haben halt an zwei Ecken Markierungen, aber jetzt kann man ja so eine Schablone auch so rum und so rum benutzen und man kann die auch auf den Kopf drehen. Deshalb kann das trotz der Markierungen etwas knifflig sein, rauszufinden, wie sie denn jetzt nun aufeinander gehören. Deshalb würde ich euch vorschlagen, wenn ihr die Stencils bestellt und bekommt, macht euch direkt am Anfang, lasst sie so liegen, weil die sind so eingepackt, dass sie, wie sie aufeinander gehören. Und dann macht euch vielleicht nur in einer Ecke nochmal Markierungen von der Vorderseite mit einem Edding oder was, dass ihr einmal sagt, okay, hier, das ist unten links. Und dann braucht ihr nicht jedes Mal suchen, wie rum das denn jetzt nochmal gehörte. Ich habe schon versucht, damit eine Hilfe zu leisten. Es hat so halb geklappt. Und das Ganze seht ihr jetzt mal hier. Hier seht ihr übrigens auch diese Sterne, die aneinander hängen. Diese Sternengirlande, die habe ich hier benutzt. Et weihnachtet ganz schön dolle, im Berliner Slang. Und dann habe ich hier eben mit Grün gewischt und mit Weiß. Und in die weißen Beeren habe ich dann noch einen grauen Schatten und einen grauen Punkt mit einem Marker gemalt. Das muss man nicht machen. Ich wollte jetzt noch ein bisschen mehr Detail, weil ja sonst nicht viel auf der Karte passiert. Und so kommt ihr dann an wunderschöne Mistelzweige. Das ist das Release für dieses Mal. Ich hoffe, dass euch das große Freude bereitet. Mir bereitet es große Freude. Ich glaube auch, dass wirklich für jeden was dabei ist. Es gibt weihnachtliche Sachen, es gibt Sachen, die nicht so weihnachtlich sind. Es gibt Sachen, die man für alle möglichen Anlässe benutzen kann, wie zum Beispiel das Lesezeichen. Ich glaube, dass Dialekttexte ja auch immer ganz gut ankommen. Wie gesagt, diesmal haben wir zwei dabei. Vielleicht machen wir nächstes Jahr dann nochmal andere Weihnachtstexte. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil das natürlich keine typischen Sprüche sind und wir uns die selber ausdenken müssen. Und das war jetzt in dem Fall möglich, weil ich aus dem Pott komme und die liebe Birka mir geholfen hat bei den Berliner Sprüchen. Da ist dann eben die Frage, wie das in Zukunft läuft. Aber ich schließe nicht aus, in der Zukunft auch noch andere Dialekt-Weihnachtsstempel zu machen. Weil ich weiß, dass ihr unsere Dialektstempel ja liebt. So, also ihr seht, es ist ein ganz großer Haufen neuer Produkte. Die kommen alle am Freitag um 10 Uhr in den Shop. Da könnt ihr die also bekommen. Und ich bin sehr gespannt, welchen Namen ich dann lesen darf. Bitte lasst mir doch jetzt mal einen Kommentar unter diesem Video und sagt mir, welches euer absolutes Lieblingsprodukt aus dem Release ist und wovon ihr euch mehr wünscht. Da bin ich sehr neugierig. Ich wünsche euch eine kreative Zeit. Wir lesen uns wahrscheinlich am Freitag.